Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereny und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Die Wintersonnenwende hat ja gerade stattgefunden, die Tage werden wieder länger und der Winter hat offiziell begonnen. Und in dieser Zeit, in dieser Steinbockzeit, in der wir uns befinden, ist es gut, wenn man in sich einmal einkehrt, zur Ruhe kommt. Wir haben ja auch Weihnachten in dieser Zeit und quasi ein inneres Licht entzündet. Und während dieser heutigen Übung möchte ich ganz aktuell eben auf die Zeitthemen eingehen und auch schauen, dass du dir was mitnehmen kannst, ein bisschen eine energetische Übung für diese nächste etwas unruhige Zeit, die da auf uns zukommt. Dann schließ mal deine Augen und atme tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich immer mehr und mehr. Zuallererst berührt diese heutige Reise deine Aspekte, bei denen du dich ohnmächtig fühlst oder gefangen fühlst. Wo fühlst du dich gefangen oder ohnmächtig, eingeengt? Sind das Beziehungen? Sind das gewisse aktuelle Themen? Nachrichten? Ist das dein eigener Zeitplan? Hast du irgendwelche unangenehmen körperlichen Eigenschaften, die dir selber nicht gut tun? Bist du in gewissen Gedankenkreisen gefangen oder eingeengt? Egal, um welche Ebene es geht, du kannst nun in diese Ebene Klarheit und Heilung einfließen lassen. Klarheit und Heilung. Und wann immer etwas eng ist, sehr angespannt ist, braucht es immer eine lösende, erlösende Energie. Und das wäre in diesem Fall Geduld, Vertrauen und Hingabe. Geduld, Vertrauen und Hingabe darf jetzt in dich einfließen. Bitte nun um Rückhalt und Stabilität. Rückhalt und Stabilität. Denn ganz oft konstruierst du dir Gefängnisse oder eine gewisse Enge als Ersatz eines Rückhalts. So wird die Blockade selbst zu einer Entspannung, zu einer Sicherheit, auf die du dich verlässt. Also Rückhalt, Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen. Sprich nun zu dir selber: Mit meinem nächsten bewussten Atemzug nehme ich Heilung an.
und lasse sie auf allen Ebenen meines Daseins zu. Ich nehme Heilung an und lasse sie auf allen Ebenen meines Daseins zu. Du spürst nun, wie eine gewisse Heilungsenergie in dich einfließt, wie du stabiler wirst, und neben der Heilung, die du jetzt annimmst, darf auch Klarheit in dich einfließen. Und diese Klarheit reinigt jetzt sämtliche Emotionen, sämtliche Gefühle, die feststecken, und bringt dir eine angenehme Kühle und eine angenehme Distanz. Zu deinen aufgestauten Emotionen. Erlaube dir nun, dein Herz zu öffnen. Hingabe, Liebe und Urvertrauen. Hingabe, Liebe und Urvertrauen. Du bist jetzt dazu aufgefordert, aus deiner Herzensintelligenz, jenseits aller Ängste, jeglichen Drucks und jeglichen Stress, der um dich herum ist, die Welt zu erschaffen, die Welt zu kreieren, in der du leben möchtest. In welcher Welt möchtest du leben? In einer freien, friedvollen, klaren Welt? Oder in einer engen, ängstlichen Welt? Atme diese Freiheit, diese Weite und Würde mal tief ein und erlaube jetzt deinem Herzen, dass es sich weiter öffnet und dass Trauer, Stress und Druck von deiner Brust transformiert werden. Aber diese Liebe, die dich dein Herz jetzt öffnen lässt, ist von einer Klarheit und einer angenehmen Struktur getragen. Diese Liebe ist eine Liebe der reifen Diszipliniertheit, sodass du von außen kein Regulativ benötigst, sondern dir selbst die positive Grenze setzt. Ich bin in der Lage, mir selbst
positive Grenzen zu setzen. Und während du diese Grenzen setzt, spürst du, dass es Zeit ist, in deinem Herzen Abschied zu nehmen von alten Bindungen, von alten Gefühlen, alten Sehnsüchten, die du heute nicht mehr benötigst, die dich einschränken würden. Erlaube dir den Druck der letzten Jahre abfallen zu lassen und dich deiner inneren Stimme, deiner inneren Klarheit zuzuwenden. In dir erwacht deine Intelligenz, deine Selbstbestimmtheit. Und diese Selbstbestimmung löst jetzt mehr und mehr die Formen, Konstrukte, Konzepte des Außens ab. In dieser Begrenzung, in dieser Einschränkung bist du absolut stabil. Und fühlst dich wohl. Dir wird alles bewusst, was du nicht benötigst. Und völlig klar, welche Schritte du setzen musst, um Dinge zu lösen, zu erreichen, die dir persönlich wichtig sind. Und diese Klarheit manifestiert sich jetzt in dir. Und du spürst, dass in dir und um dich herum alle diese Stimmen, alle diese Manipulationen, all dieses Lärmen sich transformiert und du ab sofort deine Grenzen wieder wahren kannst. Ein Wandel der Bestimmung, ein Wandel deiner Werte darf jetzt stattfinden. Und alles, was dich erschöpft hat, alles, was dir zu viel Energie gekostet hat, verlässt jetzt dein Energiefeld. Und in dieser Entschlackung, in dieser Entrümpelung deines Feldes wird wieder Platz für die Selbstheilung geschaffen.
Und du spürst jetzt, dass dieser wesentliche Teil der Selbstheilung, der Regeneration jetzt wieder ganz zu dir kommen kann, wieder in deine Hände kommt, in dein Innerstes kommt und sich dort manifestiert. Du spürst, dass dein Innerstes mehr ist als Gesundheit oder Krankheit. Es ist Erfüllung. Selbstbestimmung. Und die Hingabe ins Leben. Atme tief ein und wieder aus und spüre, wie du mehr Kompetenz erhältst, mehr Selbstbestimmtheit, mehr Kraft. Spüre, dass dich deine eigenen inneren Grenzen nicht einschränken, sondern dich schützen. Vor allem, was von außen deine Energie verunreinigen oder verändern möchte. Und spüre, wie sich diese Klarheit und Selbstbestimmung jetzt immer weiter in deinem Leben manifestiert. Atme tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt noch einmal ganz tief in dir deine Freiheit. Spüre ganz tief in dir die Fähigkeit, alles hinter dir zu lassen, alles loszulassen, was dich einschränkt. Und erlaube dir in der Klarheit deiner inneren Grenzen, dich voll zu entfalten. Sämtliche Glaubensmuster dürfen sich jetzt noch transformieren. Alle Pseudosicherheiten fallen ab, weil du auf dein innerstes Fundament, auf deine innersten Grenzen bauen kannst. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Spür die Energie, die durch dich fließt. Und mach dir bewusst, dass du eine innere Klarheit und Stabilität in dir manifestiert hast. Bedank dich bei der geistigen Welt.
Beweg mal deine Arme, Beine, streck dich durch. Spür diese Klarheit, diese Sicherheit und diese Kompetenz. Und wenn du wieder ganz bei dir bist, dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück, in diese Zeit, in diesen Raum. Wir haben heute mit der Zeitqualität, Saturn, Uranus, gearbeitet, mit der Freiheit auf der einen Seite, mit der Klarheit und den Grenzen auf der anderen Seite. Und geschaut, dass wir das mal manifestieren, dass nämlich die Begrenzung von außen wegfallen kann und wieder nach innen zurückkommen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile es, falls du ihn kennst, der diese Zeitqualität auch benötigt. Und ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Gute, dein Oliver Erni. Tschüss.